So, nachdem nun die letzte Aufnahmesession ein wenig abrupt beendet werden musste, weil plötzlich jemand bei mir im Zimmer stand und ja, mich mal kurz weggerufen hatte, wollen wir uns jetzt hier reinstürzen. Im letzten Mal mussten wir vor der Inquisition fliehen und ja, mussten zusehen, dass wir quasi mit heiler Haut davonkommen. Wir sind noch einmal gestorben, so viel dazu, dass unser Charakter also auch sterben kann in diesem Spiel. Und ich denke, bevor wir uns jetzt hier in unserem Luftschiff oder bevor Feodor sich zu sehr langweilt in seinem Luftschiff, gucken wir uns erstmal die Umgebung ein wenig an und sehen dann mal weiter, was noch so kommen wird. Der Mond, einziger Zuschauer, Zeuge meiner Flugkunst. Ja, deiner Flugkunst. Naja, du hast das Ding ja nur bestiegen und es ging allein los, nicht wahr? Dieser Stern linker Hand bedeutet, dass der Wind mich nach Süden treibt. Wer hätte gedacht, dass mein Wissen um den Stand der Sterne einmal von Nutzen sein könnte? Nach Süden ist schon mal gut. Das ist Richtung Mittelmeer und du willst ja nach. Was hat Tabith gesagt? Nach Tripolis. Ich kann nur hoffen, dass der Wind sich nicht dreht. Ja, das bleibt zu hoffen. Viel steuern kannst du ja scheinbar nicht. Die Wolken sind zum Glück nicht so dicht, dass sie die Sterne verdecken. So kann ich mich orientieren. Wow. Ich fliege. Ich fliege! Ich wünschte, Ramon könnte mich sehen. Kann er vielleicht irgendwann, wenn du wieder so ein Ding baust oder das da irgendwie dir in die Tasche steckst, wie das jeder Point-and-Click-Held ja so zu tun pflegt und ihn dann befreien gehst. Zu wissen, dass es unter mir meilenweit hinabgeht, lässt mir das Herz bis zum Hals schlagen. Ach Und Junge. doch ist es ein erhebendes Gefühl. Ich habe es geschafft. Ich fliege. Ja. Guck einfach nicht runter. Wie groß das Meer doch ist. Von hier noch viel größer und weiter. Schier endlos. Dahinter muss Afrika sein. Dreh dich mal um in die andere Richtung. Sollte es ja dann oder in irgendeine Richtung sein. Flügel, Leder. Na, wir gucken uns erstmal weiter die Landschaft an, würde ich sagen. Wie schnell die Wolken vorbeiziehen, wie nah sie sind. Wie nah sie sind. Flugrichtung? Wenn mich nicht alles täuscht, treibt der Wind mich Richtung Süden, immer die Küste entlang. Gut so. Ja, das Auch ist. wenn es praktisch wäre, gleich über das Meer nach Afrika zu fliegen. Feodor Morales, der fliegende Genius, der Mann, der Da Vinci überflügelte, der Luftbezwinger. Nun komm mal wieder auf den Teppich. Ich meine, ja, du sagst das so einfach. Wäre schön, wenn er mich gleich nach Afrika befördern würde, der Wind. Aber mit einer Orange als einzigem Proviant würde ich das nicht so unbedingt wollen, mein Lieber. Wenn ich Ramon befreit habe, könnten wir beide nach Amerika weiterfliegen. Vielleicht entdecken wir noch einen Kontinent. Von hier oben ist die Sicht tausendmal besser als von jedem Schiff. Den neuen Kontinent könnten wir Moralien taufen. Oder Tabitanien. Zu Ehren von Tabith. Ganz schöne Höhenflüge macht er hier gerade. Wie klein die Welt da unten ist. Und ich schwebe über sie hinweg. Niemand zuvor hatte jemals diese Perspektive. So fühlt es sich also an zu fliegen. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich schon viel eher an diesem Fluggerät gearbeitet. Ich denke, du hast Höhenangst. So fühlt es sich also an. Herumlaufen geht nicht. Ich muss stillstehen. Nur nicht hinuntersehen. Die Luft wird immer dünner. Genau, bloß nicht hinuntersehen. Haben wir auch einen Eintrag im Tagebuch? Muss ich gleich mal nachgucken. Alles verloren. Idee für Erfindung. Ramon entführt. Erst in einem Käfig. Sie wollen ihn nach Tripolis bringen. Ich muss mir das einfallen lassen, bevor sie ablegen. Komme ich nicht weiter. Vorerst muss ich zurück zur Werkstatt und mir gemeinsam mit Tabitha einen Rettungsplan für Ramon überlegen. Alles verloren. Meine Erfindung fliegt. Hitze hat sie zum Fliegen gebracht. Die Hitze der brennenden Werkstatt. Das ist kaum ein Trost. Da sitze ich nun in meinem Fluggerät hoch in der Luft und kann mich doch nicht freuen. Es ist alles schiefgegangen. Die Soldaten der Inquisition haben unsere Werkstatt in Flammen gesetzt. Onkel Tabit ist verhaftet oder tot? Hätte ich ihn doch bloß nicht um Hilfe gebeten. Ich konnte das Schiff ablegen sehen. Ich muss zu Ramon, nach Tripolis, nach Nordafrika. Dort hat Onkel Tabit auch meine Mutter kennengelernt. Aber erst muss ich vor der Inquisition fliehen. Das Fluggerät muss in der Luft bleiben, solange es geht. Und dann suche ich nach einem Schiff, das mich nach Tripolis bringt. Ich muss es schaffen. Gut. Klingt ja nach einem klaren Ziel, das wir da verfolgen.
Es geht abwärts. Die Hitze lässt nach. Ich muss etwas unternehmen. Es geht abwärts. Ja, mein Lieber, etwas unternehmen. Jeder weiß ja heutzutage, dass hier irgendwie meist was hängt, was die Hitze weiter halt aufrecht erhält und da immer schön heiße Luft produziert. Also können wir vielleicht ja den Kessel reinhängen mit den Haken? Ja, das geht echt. Daran könnte ich vielleicht einen kleinen Ofen hängen. Ein Ofen. Und wo willst du den hernehmen? Selbstgemachte Haken. Selbstgemacht, das ist immer gut. Das Ding? Ja. Und das ist der passende Ofen dazu. Ah, ja. Der Kupferkessel ist der perfekte Ofen. Erwärmte Luft scheint leichter zu sein als kalte. Deshalb steigt sie nach oben. Ebenso einfach wie genial. Ebenso simpel wie genial. Erinnert mich an einen Werbespot. So, können wir die da reinwerfen? Aber ein paar Streichhölzer werden das nicht am Brennen halten. Und die Fackel, die wir dem von diesem Inquisitionssoldaten da aufgefangen haben. Die Fackel wird bald ausgehen. Ich brauche mehr Brennmaterial. Na toll. Der Kupferkessel ist der perfekte Ofen. Erwärmte Luft scheint leichter. Es geht abwärts. Ja, die Flügel konnten wir noch irgendwie... Die Flügel sind nur nutzloser Ballast. Doch nicht... Moment. Was ist das? Zum Lenken. Ramons Talisman. Er hat ihn an den Flügel gehängt. Sein Beitrag zum Fluggerätbau. Dann nimm ihn dir. Doch nicht zum Steuern. Da braucht er ihn selbst jetzt viel dringender. Ich werde ihn ihm zurückgeben. Das verspreche ich. Doch nicht zum Steuern dran, die Flügel, wollte ich sagen. Jetzt lass mich doch endlich mal ausreden, Junge. Ballast sollte man wegwerfen oder sinnvoll in Hitze umwandeln. Ist ganz schön laut hier oben. So, damit haben wir ein bisschen Stoff und Holz. Die Flügel waren von Anfang an sinnlos. Kaum zu glauben. Aber als Brennholz nützen sie der Flugtechnik viel mehr. Dann sei froh, sie dabei zu haben. Ramons geliebte Löwenmaske. Sie ist nicht nur irgendeins seiner Artefakte, sondern sein persönlicher Talisman. Okay. Dann werden wir sie mal in Ehren halten, hm? Das sollte eine Weile Auftrieb geben. Auf jeden Fall reicht es, um weit genug von Barcelona wegzukommen. Hoffentlich. Und wenn ich Glück habe, sogar über das Meer nach Tripolis. Unwahrscheinlich. Es geht abwärts. Schon wieder abwärts. Irgendwas geht mit dem Korb noch. Da sagt er nur nicht rumlaufen, geht nicht rumlaufen, genau. Also, können wir irgendwie den auseinandernehmen? Damit kann ich ein paar Weidenäste aus dem Korb lösen und das Feuer am Brennen halten. Die tragenden Elemente lasse ich in Ruhe. Klar. Klar. Trotzdem, zu wissen, dass es unter mir meilenweit hinabgeht, lässt mir das Herz bis zum Hals schlagen. Oh, schön, da hinten sind Vögel. Ja komm, Junge, hab dich nicht so. Können wir da noch was? Nein, der Korb geht jetzt nicht mehr. Aber das können wir mit in den Korb werfen, hier in den Kupferkessel, und hoffen, dass es weit genug oben bleibt, das Fluggerät. Die Äste verbrennen gut, aber auch ziemlich schnell. Während das Schiff der Inquisition mit Ramon im Käfig auf das Mittelmeer hinaussteuerte, saß Feodor in seinem Flugkorb und war ganz und gar den Launen des Windes ausgeliefert. Er konnte das Gerät zwar in der Luft halten, aber er hatte keinerlei Einfluss auf die Flugrichtung. Und so trieb er orientierungslos dahin, bis ein Kirchturm seiner Reise ein jähes Ende bereitete. Mein Flug scheitert an einer Kirchturmspitze. Was für eine Ironie. Trotzdem Glück gehabt.
Ich bin unversehrt. Aber wo bin ich hier? Ich habe keine Ahnung. Und da, wo ich herkomme, gibt es nichts mehr, zu dem ich zurückkehren könnte. Onkel Tabit ist tot. Ramon verschleppt. Unsere Werkstatt abgebrannt. Mein ganzes Leben. Innerhalb von ein paar Stunden komplett zerstört. Warum? Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, wo ich jetzt hin muss. Nach Tripolis. Wie weit es bis dahin wohl noch ist? Ich wünschte, Ramon wäre jetzt hier. Das Einzige, was ich von ihm habe, ist sein Glücksbringer. Gut, egal wie weit es ist, mein Lieber, wir schaffen das. Und ich hoffe, dass es nicht so bald zum Ziel der Reise geht. Ich meine, das Spiel kann ruhig noch eine Weile andauern. So viel Spaß, wie es mir momentan macht. Okay, dann schauen wir erstmal hier oben nach. Im Tagebuch. Das Wirkliche muss in der Luft bleiben, solange es geht. Und dann suche ich nach einem Schiff, das mich nach Tripolis bringt. Das haben wir alles gelesen. Oh, was hat er denn jetzt hier für ein Schnipsel dran? Neues Kapitel vielleicht? Südspanien. Ich bin irgendwo in Südspanien mit meinem Fluggerät an einem Kirchturm hängen geblieben. Welch Ironie. Aber hier gibt es einen Hafen. Dort muss ich hin. Zurück kann ich nicht. Ja, das Ding wird doch nicht mehr fliegen. Da gibt es nicht mehr viel zu retten. Höchstens das Netz. Reinziehen lässt es sich nicht. Aber gut, dass... was wollte ich jetzt sagen? Gut, dass wir erstmal weg sind von der Inquisition. Ich meine, hier kennt uns ja keiner. Das Netz, können wir das... Ja. Das Netz ist ziemlich zerfetzt, aber ein Teil wäre noch zu gebrauchen. Gut, also schneiden wir uns den Teil ab. Ich höre Schreie. Das Netz vom Fluggerät ist ja nicht mehr viel übrig. Ich schneide mir ein Stück ab und nehme es mit. Wofür auch immer. Das Netz scheint ein sehr wichtiges Objekt zu sein. So, haben wir drüben irgendwas noch zum... da bröselt was. Zum Anklicken? Nein. Wie passend. Ich werde von der Inquisition gejagt und lande direkt in einer Kirche. Sieht alles sehr marode aus. Ich bin zwar kein Baumeister, aber so, wie es hier aussieht, hält der Turm nur noch wenige Jahre.